herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Apex Trades. Heute testen wir einen Citroën C4 Picasso. Und Citroën macht ja eh alles anders als alle anderen. Und deswegen, ich zeige euch wie gewohnt bei Außenaufnahmen. Erzähle euch ein bisschen was über das Auto und dann machen wir eine Probefahrt. Wir machen so ein bisschen zwei in einem, machen die Probefahrt und ich erzähle euch was zum Auto. Allein das Lenkrad ist schon mal sehr geil. Es ist ein typisch Citroën, zwei Speichenlenkrad. Allerdings bleibt die zentrale Einheit bleibt steif. Nicht wie anders, dass der Erbe quasi das Ding sich halt mitdreht, sondern nein, das ist hier zentral, das bleibt steif, nur der Kranz dreht sich. Also das ist schon mal besonders Citroën. Dann haben wir in der Mitte keine Knöpfe, Bedieneinheiten, sondern die sind so ein bisschen aufgeteilt. Links haben wir die Steuerung für die Belüftung. Wir haben hier so zwei Zonen, einmal für den Fahrer und einmal für den Beifahrer. Und genau, da haben wir hier die ganzen Belüftungssachen, Klimaanlage. Dann haben wir viel in diesem Multifunktionslenkrad. Man muss bedenken, dass der Citroën hier Baujahr 2007 ist, also doch schon ein bisschen älter. Und wir haben hier Multifunktionslenkrad mit Tempomat, was allerdings, wie gesagt, alles ist so ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig, weil hier doch alles anders funktioniert. Man muss sich wirklich daran gewöhnen, dass nur der Kranz bewegt wird und dass die ganzen Instrumente halt in der Mitte sind, also Geschwindigkeit, Drehzahl, Messer, Tankanzeige und so weiter. Das ist halt etwas gewöhnungsbedürftig und was auch gewöhnungsbedürftig ist, möchte man da halt hingreifen und irgendwie den Bordcomputer irgendwas da ändern, muss man sich wirklich hier nach vorne lehnen und die Sachen verändern. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, dass man halt die Sachen hier am Lenkrad verändern kann, aber vielleicht kann man es auch nicht. Ich muss das hier nochmal weiter ausprobieren. Dann haben wir natürlich hier elektrische Fensterheber, elektrische Spiegel vorne und hinten. Und ja, es ist halt, ich muss sagen, vom Fahren her, wir haben hier typisch Citroën halt sehr, sehr bequemes Fahrwerk. Also das schluckt wirklich Unebenheiten ohne größere Probleme. Und auch der Motor, ich meine, das ist hier ein 1,6er Dieselmotor. Und dieses Auto hat schon 371.000 Kilometer gelaufen. Und natürlich wurden ein paar Sachen hier, ja, mussten halt erneuert werden. Unter anderem der Turbo. Aber dieser 1,6 Liter starke, ich meine, er hat 80 kW, was ja so 120 PS sein müssten. Man merkt, okay, wenn der Turbo läuft, dann läuft er und das Ding geht gut ab. Also erstaunlich für so ein großes Auto, was ja 5, 7 Leute transportieren kann. Ist ein extrem großer Kofferraum. Und die Sitze sind auch sehr praktisch, das zeige ich euch auch. Die kann man halt hin und her verschieben und den Kofferraum auch größer gestalten. Also daraus kann man hier auch einfach einen Zweisitzer machen. Was so ein bisschen komisch ist, hier zum Beispiel der Spiegel ist nicht beleuchtet. Wir haben hier so ein Kartenfach, auch der Beifahrerspiegel ist nicht beleuchtet. Aber man merkt einfach, das Ding ist so ein kleiner Minivan fürs Reisen. Also allein diese Stühle, diese Sessel, man muss wirklich dazu Sessel sagen, das ist kein Sitz. Also es ist extrem bequem, extrem bequem. Und dann halt hier diese Armlehne, das erinnert mich so ein bisschen an so ein Wohnmobil. Also wirklich so in der Richtung funktioniert das. Und dann, ja, es ist also wirklich, wir haben hier noch irgendwie einen zusätzlichen Spiegel. Wahrscheinlich die Beifahrer beobachten kann, hat man irgendwie Kinder oder so, kann man diesen sich hier noch einstellen und
nicht so der Fan von bin, hier ist auch so eine elektrische Handbremse und eigentlich löst sie sich natürlich alleine, wenn man losfährt, aber ich habe immer so eine kleine Hemmung, mich zu überwinden und dann man merkt, okay, die Handbremse bremst und dann muss man ja wirklich mehr Gas geben und dann löst sie sich. Ich mache das lieber persönlich manuell mit Tritt auf die Bremse und dann muss man hier in der Mitte den Knopf drücken, dann entriegelt sich auch die Handbremse. Aber das ist Geschmackssache. Was ich auch gerade gemerkt habe ist, ja, da hat sich natürlich Citroën auch was dabei gedacht. Wir haben hier halt diese riesige Panoramascheibe und je nachdem wie hoch oder wie tief die Sonne steht, kann man das natürlich hier runterklappen, aber man kann es auch verschieben. So, und jetzt habe ich halt noch mehr, also vielleicht seht ihr das, wie krass hoch das Glasfenster hochgeht. Also halt wirklich, man hat so in so einer Kuppel zu sitzen, also das ist schon erstaunlich. Ich sehe auch gerade irgendwas. Nee, das ist das. Okay. Ja, also schon ein cooles Gefühl. Also ohne Panoramadach haben wir trotzdem halt diese riesige Scheibe hier. Was ich mich frage ist, unter dem Knopf für die Warnblinker ist so ein Regler. Und ich kann dieses Symbol nicht wirklich deuten, was es zu bedeuten hat, aber es ist ein Regler von irgendwie viel auf wenig. Und vielleicht weiß jemand von euch, was das sein soll. Also, ich habe keine Ahnung. Also, für mich könnte es was sein mit, vielleicht kann man hier irgendwie ein Duftfläschchen reintun und dann, je nachdem, wie viel da rauskommen soll. Ich habe keine Ahnung, vielleicht wisst ihr es. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, was dieser Regler hier zu bedeuten hat. Auch sehr lustig ist die Lichtanzeige. Die Lichtanzeige, wie ich eben sagte, man hat ja halt nicht diese zentrale Instrumententafel, sondern hier so ein paar Sachen. Und die Lichtanzeige ist hier zwischen Airbag und Lenkradkranz. Also, und da muss man jetzt so hier ein bisschen runterschauen mit den Augen. Ah ja, okay, Licht ist an, Blinker ist an. Ein bisschen dezentrales Informationsmanagement von Citroën, würde ich sagen. Ehrlich gesagt, ich weiß halt nicht, man müsste halt sich mit dem Auto so ein bisschen mehr auseinandersetzen, mehr damit fahren, um zu sagen, okay, macht es Sinn, alles so dezentral zu haben oder macht es wirklich mehr Sinn, alles hier in der Mitte zu haben und man weiß, okay, vielleicht auf den ersten Blick sind zu viele Knöpfe, aber mit der Zeit gewöhnt man sich einfach an die Masse der Knöpfe. Und hier ist es so, okay, das, ich glaube, das überfordert die Leute nicht so sehr, dass zu sagen, okay, hier ist halt die Einheit für die Lüftung und hier ist okay Licht und hier alles, was mit Verbrauch, Geschwindigkeit, so dieses ganze Motormanagement ist halt hier in der Zentrale, in der Mitte. Was ich ein bisschen schade finde, ist, man hat zwar schöne Armlehnen, aber diese Konsole in der Mitte ist ein bisschen zu tief für meinen Geschmack. Ich würde es besser finden, wenn das ein bisschen höher ist. Man hätte dann zusätzlichen Stauraum für diverse Sachen. Natürlich hat man hier keinen USB-Anschluss. Man hat dafür aber einen 12-Volt-Anschluss. Und ja, das ein bisschen höher. Vielleicht noch irgendwie eine Kühlbox. Das würde vermutlich ein bisschen besser sein. Ablageflächen hat der Citroën C4 auch sehr viele. Wir haben nicht nur das Handschuhfach, sondern es wurde auch das Armaturenbrett als Ablagefläche benutzt und zwar nicht einfach oben was reinlegen, sondern wir haben hier so Fächer zum Aufklappen und Sachen reinlegen. Das ist, finde ich, schon sehr praktisch, weil man hat halt keine Angst, dass die Sachen irgendwie oben beim starken Beschleunigen oder Bremsen oder in die Kurve fahren irgendwo rausfliegen, sondern man weiß, okay, sie sind halt hier sicher in der Mittelkonsole bzw. im Armaturenbrett verstaut. Von der Verarbeitung muss ich sagen, das ist so, ja, Hartplastik, aber mit einem Muster drauf. Genau so das hier ist auch Hartplastik. Man sieht aber nach diesen 371.000
Schaltsack, der ist so ein bisschen, der hat schon ein paar Risse bekommen. Aber ansonsten würde ich nicht behaupten, dass dieses Auto diese Kilometerleistung hat. Also ich würde es auf vielleicht, keine Ahnung, 160.000 schätzen. Also 200.000 weniger, 210.000 weniger. Also es ist echt erstaunlich, wie gut die Materialien sind und die Verarbeitungsqualität. Die wirken jetzt nicht hochwertig, die Materialien, aber sie sind haltbar, langlebig. Was ich auch sehr lustig finde, und ich würde echt gerne wissen, was sich Citroën dabei gedacht hat, beziehungsweise ich kann es mir schon vorstellen, man hat halt hier diese zentrale Einheit, die Drehzahlmesser, Geschwindigkeit, Tankanzeige und so und gerade aktueller Verbrauch anzeigt. Wenn es irgendwie zu viele Informationen für jemanden sind und er sagt, nö, ich brauche das alles nicht, gibt es hier so einen Knopf und dann kann man sagen, ah ja, irgendwie gerade momentaner Verbrauch, aktuelle Fahrleistung und so brauchen wir nicht, wird ausgeblendet. Wenn man nochmal den Knopf drückt, dann wird die Tankanzeige ausgeblendet und man hat wirklich nur die Geschwindigkeit und den Drehzahlmesser. Wenn es für manche Fahrer noch immer zu viel ist, dann drückt man den nächsten Knopf und dann hat man nur noch die Geschwindigkeit. Also ja, man muss einfach nur auf die Geschwindigkeit achten, alles andere ist nebensächlich, weil das lenkt ja nur vom Fahren ab und vom Verkehrsgeschehen und solche Informationen sind für den lässigen, unbesorgten Fahrer einfach überflüssig. Ja, was mir gerade auch nochmal so aufgefallen ist, Ablageflächen fürs Handy. So, man hat natürlich unten diese Fläche hier, die allerdings ja, kann man natürlich schlecht drauf schauen, wenn man das Handy als Navigation benutzt. Oben, ja, kann man hinlegen, dann verrutscht es aber. Und dann ist mir diese Fläche hier aufgefallen, über der Schaltung. Und dann habe ich mich gefragt, gut, wofür ist diese Fläche hier da? Sie ist halt abgeschrägt, also man kann nicht wirklich was hinlegen drauf. Und keine Ahnung, was sich Citroën dabei gedacht hat. So, das war's von mir und dem Citroën C4 Picasso. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne ein Like. Habt ihr Fragen, habt ihr Anmerkungen, dann hinterlasst mir noch gerne Kommentare. Falls euch weitere Autos interessieren oder andere Fahrzeuge oder Veranstaltungen, was auch immer rund um das Thema Fahrzeuge, Fortbewegungsmittel, dann schaut doch gerne auf meinen Channel vorbei und abonniert ihn auch gerne. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.